ein Spiel Infinite Crisis an. Das Spiel ist derzeit noch in der Closed Beta und ich würde sagen, dass es sich hierbei um einen Klon von Dota bzw. eher sogar League of Legends handelt. Es ist ein Spiel von EA in Verbindung mit Warner Brothers und DC. Dementsprechend geht es hier auch um Comic-Helden DC Comics, wie zum Beispiel Superman, Green Lantern oder eben aber auch Batman und The Flash und ähnliche. Wie ihr seht, bin ich bereits im Spiel drin. Ist ziemlich aufgebaut wie League of Legends mit den News und Infos. Schauen wir uns doch zuerst mal die Friends List an, beziehungsweise den Social Hub. Ist genauso aufgebaut eigentlich wie bei League of Legends. Jetzt funktioniert der hier nicht, das ist auch wunderbar. Normalerweise werden hier euch Online- und Offline-Freunde angezeigt. Ihr habt die Möglichkeit, einen kleinen Nachrichtentext einzutragen, genauso wie euch oft beschäftigt oder nicht anwesend zu setzen. Das Ganze findet ihr hier unten, wo ihr auch in die News reinkommt, die jetzt in der Closed Beta noch nicht verfügbar sind. Ach, da haben wir es. Genau, hier haben wir einmal die Friends-Liste. Könnt ihr natürlich genauso Leute ignorieren oder Spieler, mit denen ihr zuletzt zusammengespielt habt, adden. Das scheint im Moment auch noch nicht möglich zu sein. Im Grunde genommen gibt es zwei Spielmodi, genauso wie bei League of Legends gibt es eine Dominion Map und eine Destroyer Map. Das ist die Coast City Marina. Ihr seht, Beta kann man noch nicht einsehen. Auf der Karte seht ihr vielleicht, dass es sich hier um Fünfeck handelt. Hier seht ihr die beiden Basen, die eingenommen werden müssen. In der Mitte befindet sich praktisch der Jungle. Es wird eigentlich so gespielt, dass jeweils pro Lane zwei Spieler zusammenspielen und ein Jungler sich um die Mitte kümmert. Wie ihr seht, könnt ihr euch einmal solo anmelden oder in der Gruppe. Gehen wir mal auf die Gruppenanmeldung. Jetzt seht ihr schon, klar, Beta-Status. Gruppen im Wald funktioniert nicht über den Social Hub oder über die Friends List, müsst ihr alles eintragen. Ne, mit Genweit-Player-Name. Ist noch ein bisschen ja, in den Kinderschuhen. So, dann schauen wir uns doch mal das Profil an. Das ist noch sehr spärlich gehalten im Moment. Ihr seht, es gibt einen XP-Balken. Mit dem Levelaufstieg kriegt ihr hier oben zu sehen Punkte. Die goldenen Punkte sind Coins, die grauen Punkte sind praktisch Erfahrungspunkte. Das ist wie bei League of Legends gehandelt, werde ich aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wie ihr seht im Profil, kann man nicht viel sehen. Man kann sich angucken, was für Champions freigeschaltet sind. Die mit dem Stern gekennzeichneten, das sind die, die Free-to-Play-Charaktere. Es wird noch, wie ihr auf der linken Seite seht, bald eine Suchmöglichkeit geben und Achievements und Stone Powers sind bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Bei den Stone Powers handelt es sich darum, dass ihr einfach mit Charakteren eine besondere, ja, ich sag mal, Summoner-Fähigkeit bekommt, die ihr dann dementsprechend auch mit anderen Charakteren einsetzen könnt. Ich habe gerade gesagt, ihr gewinnt XP dazu und kriegt dann auch natürlich die, diese XP-Punkte, diese grauen. Was jetzt noch besonders ist hier bei Infinite Crisis, ist, dass ihr mit den gespielten Charakteren auch nochmal aufleveln könnt und XP dazu bekommt. Das macht die Charaktere dann hinterher im Spiel stärker. Die Fähigkeiten, die sie einsetzen können, werden dann dementsprechend ja, erhöht. So, gucken wir uns doch gleich mal den Store an. Den finde ich ein wenig mehr, ich sag mal, unübersichtlich gehalten. Wir sind jetzt in der Champions-Übersicht. Das ist alles, sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Angebot, aber das ist im Moment alles das, was sie haben. Wie ihr seht, man kann die Champions kaufen, entweder mit seinen Coins oder mit den Erfahrungspunkten. Es hagelt auch im Moment alles ein wenig im Store.
Crisis Coins werden genauso wie in League of Legends genauso verwendet, um Kostüme freizuschalten. Es gibt pro Charaktere verschiedene Kostüme, die man erhalten kann. Diese Merit-Punkte, wie die XP-Punkte hier heißen, würde ich persönlich auch dann dementsprechend für die Charaktere nutzen. Genauso gibt es einen Sale jeweils, der angeboten wird. Hier haben wir einmal die Kostüme zum Beispiel für Catwoman, die ich mir gestern besorgt habe, würde es ein extra Kostüm geben. Die Stone Powers, wo ich gerade von gesprochen habe, die sind einmal hier zu sehen. Zum Beispiel Catwoman, die ich mir gestern besorgt habe und mit der ich gespielt habe, hat dieses Catwoman Sight X-Ray Vision. Es ist ganz einfach, ja, um euch herum im großen Kreis deckt ihr einfach alles auf. In den Büschen, hinter verschiedenen ja, Autos, die da rumstehen oder sonstiges, dass die Gegner euch nicht überraschen können. Hat einen sehr niedrigen Cooldown, ist halt sehr gut für Supporter geeignet oder wenn man halt einfach mal die Lane pusht und sich nicht sicher ist, ob man noch weiter pushen sollte oder zurückgehen sollte. So. Ich finde es eigentlich eine sehr gute Idee, dass man ein paar Sachen mehr hat als in League of Legends, ein paar spezifischere Sachen. Wie gesagt, wird sich halt noch rausstellen, inwiefern der Spielspaß da bestehen bleibt. Für den Anfang sehr okay, das mal zwischendrin zu spielen. Ist aber auch, wie gesagt, noch in der Beta-Phase, deswegen bleibt abzuwarten, was noch alles geändert oder verbessert wird. Ja, gehen wir mal zurück auf die Homepage. Hier haben wir auch die neuesten Nachrichten, was den Shop betrifft. Kann Probleme reporten. Einstellung. Ja. Man kann es leider nicht in Window-Mode spielen, was ich sehr bedauere, weil auch beim Raustemmen, gerade hier in der Beta, es einige Probleme gibt. Und so wirklich viel ändern kann man jetzt nicht. Man kann Smart Casting, ist durch verschiedene andere Spiele bereits bekannt, einstellen, on Release, on Press, Self-Cast, Auto-Self-Cast. Ja, die Kamera gelockt oder Kamera-Shift kann man einstellen, dann die Kamera mit Geschwindigkeit. Ich hatte es gestern in meinen Spielen immer so, dass die Kamera gelockt war. Kam ich nicht so gut mit zurecht, aber muss jeder selbst mit klarkommen. Grafikeinstellungen, klar, die kann man einstellen wie gewohnt. Ist jetzt auch nicht übermäßig viel, was da einzustellen ist. Audioeinstellungen, genau dasselbe. Musik habe ich ausgemacht, weil die einfach schrecklich laut war und irgendwann dann auch ziemlich nervig. Ich stelle sie mal kurz ein. Und dann gucken wir doch mal. Na, jetzt passiert natürlich nichts, das ist auch schön. Dann machen wir sie gleich wieder aus. So, ja, was haben wir hier noch? Das war's dann für sich eigentlich. Das alles weitere ist bis jetzt Gameplay und Gameplay-Videos habe ich bereits hochgeladen und da werden auch noch einige folgen. Bis dann! Hallo Leute, heute schauen wir uns mal ein Spotlight zum neuen Spiel Infinite Crisis an. Das Spiel ist derzeit noch in der Closed Beta und ich würde sagen, dass es sich hierbei um einen Klon von Dota bzw. eher sogar League of Legends handelt. Es ist ein Spiel von EA in Verbindung mit Warner Brothers und DC. Dementsprechend geht es hier auch um Comichelden von DC Comics, wie zum Beispiel Superman, Green Lantern oder eben aber auch Batman und The Flash und ähnliche. Wie ihr seht, bin ich bereits im Spiel drin. Ist ziemlich aufgebaut wie League of Legends mit den News und Infos. Schauen wir uns doch zuerst mal die Friends List an, beziehungsweise den Social Hub. Ist genauso aufgebaut eigentlich wie bei League of Legends. Jetzt funktioniert der hier nicht, das ist auch wunderbar. Normalerweise werden hier euch Online- und Offline-Freunde angezeigt. Ihr habt die Möglichkeit, einen kleinen Nachrichtentext einzutragen, genauso wie ihr euch oft beschäftigt oder nicht anwesend zu setzen. Das Ganze findet ihr hier unten, wo ihr auch
in die News reinkommt, die jetzt in der Closed Beta noch nicht verfügbar sind. Ach, da haben wir es. Genau, hier haben wir einmal die Friends-Liste. Könnt ihr natürlich genauso Leute ignorieren oder Spieler, mit denen ihr zuletzt zusammengespielt habt, adden. Das scheint im Moment auch noch nicht möglich zu sein. Im Grunde genommen gibt es zwei Spielmodi, genauso wie bei League of Legends gibt es eine Dominion Map und eine Destroyer Map. Das ist die Coast City Marina. Ihr seht, Beta kann man noch nicht einsehen. Auf der Karte seht ihr vielleicht, dass es sich hier um Fünfeck handelt. Hier seht ihr die beiden Basen, die eingenommen werden müssen. In der Mitte befindet sich praktisch der Jungle. Es wird eigentlich so gespielt, dass jeweils pro Lane zwei Spieler zusammenspielen und ein Jungler sich um die Mitte kümmert. Wie ihr seht, könnt ihr euch einmal solo anmelden oder in der Gruppe. Gehen wir mal auf die Gruppenanmeldung. Jetzt seht ihr schon, klar, Beta-Status. Gruppeninvite funktioniert nicht über den Social Hub oder über die Friends List, müsst ihr alles eintragen. Ne, mit Genvite-Player-Name. Ist noch ein bisschen ja, in den Kinderschuhen. So, dann schauen wir uns doch mal das Profil an. Das ist noch sehr spärlich gehalten im Moment. Ihr seht, es gibt einen XP-Balken. Mit dem Levelaufstieg kriegt ihr hier oben zu sehen Punkte. Die goldenen Punkte sind Coins, die grauen Punkte sind praktisch Erfahrungspunkte. Das ist wie bei League of Legends gehandelt, werde ich aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wie ihr seht im Profil, kann man nicht viel sehen. Man kann sich angucken, was für Champions freigeschaltet sind. Die mit dem Stern gekennzeichneten, das sind die, die Free-to-Play-Charaktere. Es wird noch, wie ihr auf der linken Seite seht, bald eine Suchmöglichkeit geben und Achievements und Stone Powers sind bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Bei den Stone Powers handelt es sich darum, dass ihr einfach mit Charakteren eine besondere, ja, ich sag mal Summoner-Fähigkeit bekommt, die ihr dann dementsprechend auch mit anderen Charakteren einsetzen könnt. Ich habe gerade gesagt, ihr gewinnt XP dazu und kriegt dann auch natürlich diese XP-Punkte, diese grauen. Was jetzt noch besonders ist hier bei Infinite Crisis, ist, dass ihr mit den gespielten Charakteren auch nochmal aufleveln könnt und XP dazu bekommt. Das macht die Charaktere dann hinterher im Spiel stärker. Die Fähigkeiten, die sie einsetzen können, werden dann dementsprechend ja, erhöht. So, gucken wir uns doch gleich mal den Store an. Den finde ich ein wenig mehr, ich sag mal, unübersichtlich gehalten. Wir sind jetzt in der Champions-Übersicht. Das ist alles, sieht so ein bisschen aus wie ein Angebot, aber das ist im Moment alles das, was sie haben. Wie ihr seht, man kann die Champions kaufen, entweder mit seinen Coins oder mit den Erfahrungspunkten. Es hagelt auch im Moment alles ein wenig im Store. Die Crisis Coins werden genauso wie in League of Legends genauso verwendet, um Kostüme freizuschalten. Es gibt pro Charaktere verschiedene Kostüme, die man erhalten kann. Diese Merit-Punkte, wie die XP-Punkte hier heißen, würde ich persönlich auch dann dementsprechend für die Charaktere nutzen. Genauso gibt es einen Sale jeweils, der angeboten wird. Hier haben wir einmal die Kostüme zum Beispiel für Catwoman, die ich mir gestern besorgt habe, wird es ein extra Kostüm geben. Die Stone Powers, wo ich gerade von gesprochen habe, die sind einmal hier zu sehen, zum Beispiel Catwoman, die ich mir gestern besorgt habe und mit der ich gespielt habe, hat dieses Catwoman Sight X-Ray Vision. Es ist ganz einfach, ja, um euch herum im großen Kreis deckt ihr einfach alles auf. In den Büschen, hinter verschiedenen ja, Autos, die da rumstehen oder sonstiges, dass die Gegner euch nicht überraschen können. Hat einen sehr niedrigen Cooldown, ist halt
sehr gut für Supporter geeignet oder wenn man halt einfach mal die Lane pusht und sich nicht sicher ist, ob man noch weiter pushen sollte oder zurückgehen sollte. So. Ich finde es eigentlich eine sehr gute Idee, dass man ein paar Sachen mehr hat als in League of Legends, ein paar spezifischere Sachen. Wie gesagt, wird sich halt noch rausstellen, inwiefern der Spielspaß da bestehen bleibt. Für den Anfang sehr okay, das mal zwischendrin zu spielen. Ist aber auch, wie gesagt, noch in der Beta-Phase, deswegen bleibt abzuwarten, was noch alles geändert oder verbessert wird. Ja, gehen wir mal zurück auf die Homepage. Hier haben wir auch die neuesten Nachrichten, was den Shop betrifft. Kann Probleme reporten. Einstellungen, ja. Man kann es leider nicht in Window-Mode spielen, was ich sehr bedauere, weil auch beim Raustemmen, gerade hier in der Beta, es einige Probleme gibt. Und so wirklich viel ändern kann man jetzt nicht. Man kann Smart Casting, ist durch verschiedene andere Spiele bereits bekannt, einstellen, on Release, on Press, Self-Cast, Auto-Self-Cast. Ja, die Kamera gelockt oder die Kamera Shift kann man einstellen, dann die Kamera mit Geschwindigkeit. Ich hatte es gestern in meinen Spielen immer so, dass die Kamera gelockt war. Kam ich nicht so gut mit zurecht, aber muss jeder selbst mit klarkommen. Grafikeinstellungen, klar, die kann man einstellen wie gewohnt. Ist jetzt auch nicht übermäßig viel, was da einzustellen ist. Audioeinstellungen, genau dasselbe. Musik habe ich ausgemacht, weil die einfach schrecklich laut war und irgendwann dann auch ziemlich nervig. Ich stelle sie mal kurz ein. Und dann gucken wir doch mal. Na, jetzt passiert natürlich nichts, das ist auch schön. Dann machen wir sie gleich wieder aus. So, ja, was haben wir hier noch? Das war's dann für sich eigentlich. Das alles weitere ist bis jetzt Gameplay und Gameplay-Videos habe ich bereits hochgeladen und da werden auch noch einige folgen. Bis dann!